bestellt, weil wir kaufen das nicht. Ja. Dann nur digitale Euro gegen digitale Fehler. 1, 2, 3, jawohl. Hier noch ein bisschen. Ja. So, ihr könnt mich hören, denke ich. Gut zu verstehen oder soll ich lauter reden? Ich hoffe, ihr meldet euch, wenn ihr mich nicht versteht. Ja? So, als Versammlungsleiter freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen. Wir haben von der Kreisverwaltung Dankastel-Wittlich, wo wir es angemeldet haben, die Bestätigung bekommen, es ohne Auflagen durchführen zu dürfen, was eigentlich ja auch normal ist, will ich mal so sagen. Liebe Freunde, Gleichgesinnte, selbstdenkende und realitätsnahe Mutbürger, ich denke, aufwecken brauchen wir euch nicht mehr. Ihr seid auf dem neuesten Stand und daher möchte ich auch keine Aufklärung soweit heute hier leisten. Ich bin eh der Meinung, wer bis jetzt den Schuss nicht gehört hat, der kann sich auch selber den Schuss geben. Liebe Freunde, ich möchte lediglich an etwas erinnern, an etwas, was vielen Menschen sehr viel Freude bereitet hat. Auch ich war sehr erfreut über die damaligen Geschehnisse, insbesondere, weil ich selbst live und in der Blüte meines Lebens das erleben durfte. Ich möchte an die Wiedervereinigung und an die Beendigung des Kalten Kriegs erinnern. Wer war es denn, der friedlich die Besatzung von den besetzten deutschen Teilen aufgab? Richtig, der Russe. Genau dieser Russe, der jetzt, naja, ihr wisst es ja, und einige vielleicht noch besser als ich. Es folgte eine entspannte Europapolitik. Es gab einen gewissen Ausgleich zwischen Ost und West. Damit verbunden bestand zudem eine gewisse Stabilität und zumindest der Beginn eines zaghaften Vertrauensverhältnisses. Die einzigste Bedingung, die Russland stellte, war keine NATO-Osterweiterung. Und wo? Wo gibt es mittlerweile NATO-Stützpunkte oder Militärbasen der Vereinigten Staaten? Richtig. Polen, Rumänien, Bulgarien, Kosovo. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es kann ja jeder sich sein eigenes Bild machen und sich seine eigene Meinung bilden. Die Entwicklung in Europa, die zuverlässigen Handelsbeziehungen zu China und vor allem zu Russland wurden zunehmend von einigen Großmächten sehr kritisch betrachtet. Die eben schon erwähnte NATO-Osterweiterung hat nach meiner Meinung schon ein Geschmäckle. Aber macht euch bitte euer eigenes Bild. Ich möchte nur erinnern und vor allem zum Selbstdenken anregen. Übrigens habe ich schon sehr lange das Gefühl, dass die NATO längst kein rein defensives Verteidigungsbündnis mehr ist, sondern eher ein offensives Militärzweckbündnis. Und wer den größten Nutzen aus diesem Bündnis zieht, das ist ja wohl euch, den Realisten, wohl bekannt. Transatlantische Einmischung und Kriegstreiberei haben dazu geführt, dass heute wieder Krieg herrscht. Bedauerlicherweise wird dieser Krieg durch Waffenlieferungen und Geldzuwendungen an die Ukraine sowie durch antirussische Propaganda in den westlichen Systemmedien Tag für Tag angeheizt. Dieser Krieg, welcher eher ein regionaler territorialer Grenzkonflikt vor der Haustür Russlands ist mittlerweile ein handfester ideologischer Krieg zwischen Ost und West. Dieser Krieg wurde nach meiner Wahrnehmung der Ukraine regelrecht aufgezwungen. Meine Forderung
ist daher keine Lieferung von Waffen. Generell nie in Kriegsgebiete. Wer den Frieden will, so wie ich und so wie ihr auch, der schickt Diplomaten statt Waffen. Wir wollen Friedensgespräche mit allen Seiten. Getreu dem Motto, Frieden schaffen ohne Waffen. Ich möchte, wie gesagt, nicht lange reden. Ich bin eher für kurze, prägnante Reden, dafür vielleicht zwei. Und ich melde mich dann später nochmal wieder. Ich möchte nur einen kurzen Aufruf von einigen Vereinen noch bekannt geben, die gerne Unterstützung brauchen und Mitstreiter suchen. Das ist einmal der Verein Leuchtturm ARD. Die wollen das, also die sind so wie ich GEZ-Kritiker und die wollen den Bildungsauftrag, den Informationsauftrag des ARD und ZDF erhalten, aber in einer ganz anderen Form. Sie wollen das reformieren. Sie suchen zum Beispiel noch in Wittlich-Trier Unterstützer, die eventuelle Kundgebungen mal anmelden oder irgendwelche Demonstrationen oder Plakataktionen unterstützen. Und ich kann gerne den Kontakt herstellen. Ich bin selber, habe mich bereit erklärt, aber wie ihr wisst, bin ich ja nicht immer da. Und daher ist es für mich, also ich mache lieber, wenn ich was mache, mache ich es richtig und ganz, als wie nur mit halbem Arsch auf Deutsch gesagt. Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere meldet, den ich dann weitergeben kann oder den Kontakt herstellen kann, um eine Verbindung herzustellen, dass wir auch diese unmoralische Geldeintreiberei der GEZ unterbinden können. Ich habe zum Beispiel zum Thema GEZ, ich streite den Ding ja schon ewig rum, das wisst ihr ja, ich habe letztes Jahr habe ich nachweislich der GEZ geschrieben, dass ich ein halbes Jahr nicht in Deutschland bin und daher um GEZ-Befreiung beantragt habe. Und darin kriegte ich die Antwort von der GEZ, dann müsste ich meine Wohnung abmelden, dann bräuchte ich keine GEZ bezahlen. Das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Ich bin also ein halbes Jahr in Ungarn gewesen, nicht im Einzugsgebiet und das ist eine Katastrophe. Also jeder, der sich Geld aneignet, der wird bestraft und ich habe auch gedroht, naja, ihr kennt das. So, des Weiteren gibt es eine Vereinigung, die, ja, ich will mal sagen, Bernkastel, Wittlich, Trier-Saarburg sich zusammengefunden hat, einige Leute. Und sie hatten früher mal, gab es einen Verein in Bernkastel, nannte sich Bürgerlobby. Und wir haben uns beschlossen, diesen Verein wieder zu wecken, um die politische Arbeit in unserem Gebiet hier ein bisschen unterstützen zu können. Der Verein hat den Vorteil, dass man halt Spenden generieren kann und diese dann halt auch wieder steuerlich absetzen kann. Somit können wir staatliche Gelder gegen den Staat einsetzen, also mit eigenen Waffen schlagen, finde ich immer ganz gute Idee. Und nennt sich, wir haben uns geeinigt auf den Namen Wir für euch und unter den, ich sage immer, das große Ziel wird sein, oder die Parole heißt von diesem Verein Bürger in die Parlamente, weil nur da können wir was ändern. Wir wissen nicht, was passiert, wann es passiert und wie es passiert. Das ist im Prinzip Plan B. Ich finde es gut, dass solche Demos wie hier stattfinden oder wie Rammstein, Mainz, Koblenz etc. Das ist sehr gut. Es unterstützt den Zusammenhalt. Man lernt sich kennen, man lernt sich auf Vertrauen, was wichtig ist, aber politisch sehe ich da keine Veränderung in der Zukunft. Es ist wichtig zur Unterstützung, kann jeder selber sehen und weitere Informationen, also es sind einige dem Verein schon beigetreten, die heute hier sind oder noch kommen. Wir können uns euch dann weiter noch darüber informieren. Das soll es vorerst von mir gewesen sein. Ich danke nochmal allen, die hier Gesicht zeigen. Jetzt sind sehr viele bekannte Gesichter und wie ich immer sage, das Wichtigste, das seid ihr, die da stehen und nicht hier stehen, denn ohne euch würden wir das hier nicht so lange schon machen können. Daher bitte ich einfach mal, sagt euer Nachbar,
danke, dass du da bist, dein Vordermann, dein Rückmann, und klatscht einfach mal Beifall für euch selber, nicht für mich. Ich möchte, dass ihr für euch Beifall klatscht, dass ihr den Mut habt, hier für euch, für eure Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Zukunft einfach gerade zu stehen. In diesem Sinne, ich melde mich später wieder. Dankeschön, dass ihr da seid. Schönen Dank. Freunde der Freiheit, des Friedens und der Selbstbestimmung. Wenigstens sind wir gute 20 geworden. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere dazu. Ich denke, beim Laufpublikum fallen wir auch so auf. In letzter Zeit war es ja immer ziemlich beliebt, wenn ich mal auch euch, das Publikum, zu Wort hab kommen lassen. Und da würde ich ganz gerne mit einem etwas leichteren Thema anfangen. Und zwar sind ja in den letzten Wochen die Insekten in aller Munde gewesen. Und da würde ich gerne einfach mal Sie fragen, wie schmeckt Ihnen das? Keine Wortmeldung zum Thema Insekten in der Nahrung. Auch nicht. Ich esse so ein bisschen nicht. Ja, also das sind ja Zusatzstoffe, die jetzt zugelassen wurden. Kann die Regierung das gerne essen. Ja, also man muss ja ganz schön aufpassen, wo das jetzt alles reinkommt. Ja, bist ein bisschen länger im Geschäft unterwegs, richtig. Ja. Muss man schon mal gucken. Was denken Sie, was soll das? Was bezwecken die damit? Ach, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollen uns so ein bisschen verunreinigen. Ja, ne? Ja, so ein bisschen. Das, ich denke auch, ne? Also... Ich glaube nicht, dass das eine ernährungspolitische Sache ist, sondern eher eine psychologische. Auch, ja. Gibt es sonst noch einen zum Thema Insekten in der Nahrung? Danke, lieber Heinz. Das ist das Thema, was ich natürlich jetzt nicht angesprochen habe. Aber ja, ich möchte euch mal berichten, wo ich in Ungarn war, was die Ungarn damit machen. Der Außenminister von Ungarn hat ganz klar gesagt, Zusatzstoffe, die von Insekten kommen, müssen gekennzeichnet sein in Ungarn. Was ist eigentlich ja, nichts Besonderes. Das verlange ich einfach. Ja, es ist einfach so. Und ich wünsche mir, dass unsere Politiker endlich mal aufwachen und wirklich Politik fürs Volk machen. Ja. Also schon seit einiger Zeit redet man uns ja die Wurst vom Brot und das Schnitzel vom Teller, will uns irgendwie zu Vegetariern machen, und jetzt sollen wir auf einmal Insekten in irgendeiner Mehlform oder als Pulver oder was auch immer beigemischt bekommen ins Essen, da stimmt doch irgendwas nicht dran. Ne? Und ich denke mal, das ist tatsächlich, dass man uns demütigen will. Ne? Dass das der einzige wirkliche Grund ist, dass das jetzt gemacht wird. Gut, ich komme zum nächsten Thema. Seymour Hersh hat vor einigen Wochen seinen Bericht publiziert zur Sprengung der Pipelines. Möchte zum Thema gesprengte Pipelines jemand was sagen? Gibt es da noch Zweifel? Gibt es Zweifel, ob wer es gewesen ist? Nee, da gibt es eigentlich keine Zweifel. Das ist ja ganz eindeutig, die mit der Yacht waren das. Ne? Ah ja! Gut. Die hatten wohl eine große Yacht. Also ich weiß, ich habe den Hersh nicht selber gelesen, was er jetzt da rausgefunden hat, und weiß auch selber nicht, haben die es mit dem Hubschrauber gemacht, mit einem U-Boot oder vom Schiff aus. Aber die Ecke, wo es gemacht wurde, die ist ja so dicht mit NATO-Militär zugepflastert, ne? Kann kein anderer gewesen sein. Ich will halt trotzdem nochmal wiederholen, genau vor einem Jahr oder vor 14 Monaten war unser vergesslichster Mensch der Welt bei seinem Vorgesetzten in Washington, und der meinte, we will bring an end to it. Zu der Pipeline, ne? Dann wurde er vom Journalisten gefragt, wie das denn zu verstehen sei. We know how to do it. Ne?
Und etwas später war Scholz im Interview von Journalisten und der bekräftigte, was wir tun, tun wir gemeinsam. No. Also ist nicht ganz auszuschließen, dass die Bundeswehr sogar Schmiere gestanden hat bei der Sache. Gut, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, bin ein sehr vergesslicher Mensch geworden. Ach so, genau. Nächstes wichtiges Thema. Heute, jetzt genau, haben wir genau Jahrestag von Butscha. Da sollen ja die Russen ein ganz, ganz schlimmes Massaker verübt haben. Möchte da jemand was zu sagen? Thema Butscha. Wer glaubt es? Freiwillige vor. Glauben tut es, glaube ich, eher keiner. Da sind wir hier schon einen guten Schritt weiter. Ne? Ja, ich habe dazu ein bisschen was mitgebracht. Und zwar ist es ja so, dass wenn es um Krieg geht und so weiter, dann sind eigentlich die Lügen das Wichtigste, damit man das Volk irgendwie auf Linie hält. Ne? Und das ist wahrscheinlich immer schon so gewesen. Aber seit die USA sich zum Weltherrn hochgearbeitet haben, da war es besonders. Und zwar angefangen, den ersten großen Schritt zur Weltherrschaft, würde ich sagen, war der Krieg in Spanien 1899. Und der fing an mit der Sprengung der USS Maine, so einem mittelgroßen Kriegsschiff, das in Kuba, in Havanna im Hafen lag. Und da ist längst bewiesen, das haben die Amis selber gesprengt, um einen Kriegsgrund zu haben gegen Spanien. Spanien hatte war vorher ja noch eine Weltmacht mit der großen Armada, aber zu dem Zeitpunkt hatte Spanien fast nur Holzschiffe und die USA hatten schon eine ganze Menge moderne Kriegsschiffe und da war also leicht auszurechnen, wie der Krieg ausgehen würde. Die Amis haben sich natürlich eine Menge spanische Kolonien bei der Gelegenheit gekrallt. Und man brauchte eben nur einen Vorwand. Ne? Das war die Sprengung des eigenen Kriegsschiffs. Als zweites in diesem kurzen Rückblick würde ich gerne den Reichstagsbrand erwähnen. Möchte ich ganz gerne mal dieses Buch hier in die Kameras halten von Walter Hofer, der Reichstagsbrand. Der hat also wirklich sehr minutiös die Sache nachgeprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass eine Alleintäter-Theorie vollkommen ausgeschlossen ist. Das ist pyrotechnisch unmöglich. Da müssen in Wahrheit ungefähr 20 oder 30 Mann durch den Tunnel, der zwischen der Reichskanzlei und dem Reichstag bestand, durchgekommen sein. Und die haben den Reichstag angesteckt. Ist nicht sonderlich weit verbreitet, diese Erkenntnis. Ich habe ja angekündigt, hier erfährt man Dinge, die man nicht überall erfährt. Gehört im Grunde genommen mit in diese Fake-Reihe. Kurz erwähnt sein muss 9/11. Natürlich auch selbst gemacht, das wissen wir alle. Wie der Jugoslawienkrieg losging, erinnert sich vielleicht der ein oder andere dran. In Sarajevo gab es mal einen Bombenattentat in einer Menschenschlange vor einer Bäckerei. Das gab dann die ersten Sanktionen und ein paar Monate später angeblich eine Granate auf einen Marktplatz. Das ist auch, selbst die UNO hat es anerkannt, dass das von den Moslems selber gemacht war. Aber es hat halt den Krieg sehr befördert. Dann kam Srebrenica, hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal drüber berichtet. Da heißt es ja, die bösen Serben haben Srebrenica eingenommen oder erobert. In Wahrheit sind die Moslems kampflos abgezogen mit Trennung von Männern und Frauen. Und da hat man halt hinterher einen Völkermord konstruiert,
der ungefähr genauso laut aus allen Kanälen dröhnte, jahrzehntelang, wie auch Corona. Ne? Aber eben ein Fake ist. Und genutzt hat man das dann gleich, um die Serben aus der Krajina zu vertreiben. Das waren immerhin 200.000 Serben, die da seit langer Zeit gesiedelt haben und bei der Gelegenheit vertrieben wurden. Also eine echte ethnische Säuberung, die damals unter NATO-Kommando lief. So viel mal ein bisschen als historischen Hintergrund zu Butscha. Solchen Leuten mit einer solchen Biografie kann man doch eigentlich nichts glauben und sollte auch nichts glauben. Soweit der Punkt. Jetzt die Briten haben ja vor ein paar Wochen angekündigt, dass sie passend zu ihren Panzern, diesem Schützenpanzer Bradley und was gar nicht mal wie der andere, der Kampfpanzer heißt, die passende Uranmunition liefern. Die wurde vor allen Dingen beim ersten Irakkrieg, ich glaube auch beim zweiten, wurde die in rauen Mengen eingesetzt als panzerbrechende Waffe, was zu erheblicher Verseuchung des Landes geführt hat. Und da möchte ich auch ganz gerne nochmal ein bisschen was in die Kameras halten. Das sind die beiden Broschüren. Ketzerbrief 154 zu Depleted Uranium. Das ist von 2009. Und dann gibt es auch ein ganzes dreisprachiges Buch. Urangeschosse, schwer geschädigte Soldaten, missgebildete Neugeborene, sterbende Kinder. Als Dokumentation zu dem Thema. Aus dem lese ich gleich noch ein bisschen was vor. Das würde ich gerne mal rundgeben. Womit soll ich anfangen? Dieses Uran ist ja praktisch das Abfallprodukt von der Brennelementeherstellung, der abgereicherte Teil. Diesen Teil geben die Wiederaufarbeitungsanlagen kostenlos gerne ab, weil das wird sonst ein ganz teurer Sondermüll, oder legen vielleicht sogar noch Geld drauf. Und damit schießen halt die Armee seit 30 Jahren, wo sie halt rumschießen wollen. Und das Problem ist, wenn so ein Urangeschoss auf Panzerstahl trifft, dann verdampft ein Teil davon und verseucht auf lange, lange Zeit die Gegend. Ich hatte in den 90ern, Ende der 90er mal in Ketzerbriefen da auch einen Bericht drüber gelesen. Da ging es um drei Bundeswehrsoldaten, die in Bosnien stationiert waren und die Angewohnheit hatten, zum Mittagessen bei schönem Wetter immer einen kleinen Berg hoch zu kraxeln und oben, wo eine Radarstation war, ihr Mittagspicknick zu halten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen hatte, waren die alle drei erkrankt und zwei Jahre später waren sie alle drei tot, weil diese Radarstation eben mit Uranmunition angegriffen worden war von der NATO. Ich war gerade eben dabei, also das ist Sondermüll, aus dem diese Geschosse gemacht werden, ne? Abfall. Man kann solche Geschosse, die vielleicht ein ganz kleines weniger Durchschlagkraft haben, auch aus Wolfram herstellen. Das ist in der Herstellung ein bisschen teurer. Aber geht eben auch. Und Wolfram ist zwar auch nicht unbedenklich, aber ganz, ganz wesentlich weniger giftig und erbgutverändernd und krebserregend wie Uranmunition. Und da muss ich doch sagen, was für ein Megaverbrechen, um ein paar britische Pfund zu sparen, Uranmunition zu liefern anstelle von Wolfram-Geschossen, die ja auch gingen als panzerbrechende Munition. Und vor allen Dingen, muss man doch nochmal erwähnen, was für eine Perversion ist das eigentlich aus Sicht der Grünen, die sich seit Jahrzehnten
immer Schnappatmung bekommen, wenn irgendwo ein Atommülltransport, ein Castortransport ist, ne? Aber in Person von Robert Habeck die EU-Munition als ethisch vertretbar betrachten. Bei deren Anwendung halt feinster Uranstaub, feinst verteilt, pulverisiert, auf weite Flächen des Landes verteilt werden. Was für eine Umweltsauer, was für eine Umweltverseuchung. Da, also ich verstehe das voll und ganz, dass Putin da sagt, die Munition wird ja voraussichtlich auf den Gebieten eingesetzt, die Russland jetzt als die eigenen betrachtet. Und zwar völlig zu Recht, als die eigenen betrachtet. Ach so, genau. Da aus diesem wollte ich gerade eine kleine Stelle vortragen. Und zwar hat das ein Professor Horst Günther als erster herausgefunden, der Anfang der 90er im Irak arbeitete. Da lese ich einfach mal vor. Professor Günther verhaftet und misshandelt. Das ist am 26. Juni 1995 erreichte uns telefonisch die Nachricht, dass Professor Günther nach seiner Rückkehr aus dem Irak bereits am 22. Juni verhaftet worden war. Wenig später erhielten wir einen handschriftlichen Kassiber, den der schwerkranke Wissenschaftler als Hilferuf in die Außenwelt schmuggelte. Die Hintergründe und Begleitumstände seiner Verhaftung sind so ungeheuerlich, dass wir anstelle einer weiteren Kommentierung die Dokumente selbst sprechen lassen wollen. Der Kassiber ist auf Toilettenpapier verfasst. Wir veröffentlichen es hier transkribiert zur Dokumentation. Hervorhebungen von Professor Günther. Lieber Herr Schwarzer Balken, seit meiner Eingabe an die UN-Kommission für Menschenrechte in Genf erhalte ich kein Briefpapier mehr. Dürfte ich Sie bitten, den beiliegenden Bericht den Medien zu übergeben. Erbitte um Zusendungen von entsprechenden Kopien. Herzlichst, Ihr Sigmund oder Siegfried Günther. Zuchthaus Kiel, Zelle 217 und so weiter. Also der wurde also im Juni 1995 in Deutschland verhaftet, als er aus dem Irak wiederkam, mit irgendwelchen Gründen, weil er hatte halt diese Urangeschosse, die er aufgefunden hat, hat mehrere Stücke mit, die zu dem Zeitpunkt ja noch gänzlich unbekannt waren. Und der ist tatsächlich in hohem Alter, schwer krank, fast ein halbes Jahr lang eingebuchtet worden in Deutschland. Das wollte ich mal erwähnen. Deutschland war damals schon vollkommen verkommen. Es ist nur weniger Leuten aufgefallen damals. Das musste unbedingt mal gesagt werden. Also ich lege das mal auf den Tisch aus nachher, da kann man gerne mal reingucken. Ja, sollen wir mal eine Musikpause machen? Ja. Machen wir das. Just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? The booth in the Midwest. 10 years ago, I bought you some cufflinks. You brought me some things.
bring diamonds and rust. Unterhaltung in Kleingruppen haben wir hier immer gerne. Also ich hatte ja gerade das Thema DU, da gibt es noch eine abschließende Bemerkung. Und zwar hat Putin ja gesagt, dass er das nicht unbeantwortet lässt. Und ich denke, explizit mit Hinweis auf diese Uranmunition hat Russland in Übereinstimmung mit Weißrussland jetzt atomarbestückte Iskander-Raketen bis an die polnische Grenze gebracht. Was will er auch anders tun, um zu zeigen, dass Russland sich wehren wird. Und jetzt, gerade in der letzten Woche, hört man, dass die NATO intensiv diskutiert, in den Konflikt selber einzugreifen. Was natürlich als Eskalation hin zum Dritten Weltkrieg ein ganz gefährlicher weiterer Schritt ist. Baerbock hat ja bemerkt, dass sie sich nicht, dass sie dem Atomkrieg gelassen entgegensieht. Gleichzeitig hat sie im Europaparlament schon gesagt, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden. Da haben sich viele drüber aufgeregt, aber ich denke, da hat sie tatsächlich mal ein wahres Wort gesagt. Denn, das habe ich auch von Putin, das Entscheidende ist ja, dass die Ukraine diese ganzen Unmengen von Waffen bekommt, ohne sie bezahlen zu müssen. Das wäre ja noch normal, wenn die Ukraine die Waffen bezahlen könnte, aber es sind ja Waffen für zig Milliarden, die da hingeschafft werden. Trotzdem gewinnt die Ukraine nicht. Und deswegen will jetzt wahrscheinlich auch die NATO noch eingreifen. Möglicherweise werden sie Polen vorschicken. Möglicherweise bilden sie ein internationales Kontingent. Und mich sollte es nicht wundern, wenn wir das in den nächsten 4-5 Monaten sehen, dass NATO-Truppen in der Ukraine einrücken. Achso, an der Stelle möchte ich auch mal fragen, ja, wem soll denn eigentlich das Land gehören? Die Krim hat damals abgestimmt, sie wollte zu 94,5% russisch bleiben, und was sie ja immer war, Khrushchev hat innerhalb der Sowjetunion die Krim an die Ukraine verschenkt, ohne die Leute zu fragen, ob sie auch verschenkt werden wollen. Und jetzt ist ja Donetsk und Lugansk
inzwischen 9 Jahre lang täglich mit Artillerie beschossen worden. Und da ist kein Wunder, dass jetzt vor einigen Monaten bei der Volksabstimmung über 99% zu Russland gehören wollten. Und ich bin absolut sicher, dass auch die 4 nächsten Regionen von Charkow bis Odessa auch sehr gerne zu Russland gehören würden und endlich ihren Frieden haben könnten. Das sind ethnische Russen, die da leben. Ich habe schon ein bisschen den Faden verloren. Ach so, genau, wem soll denn ein Land eigentlich gehören? Normalerweise würde ich sagen, doch den Menschen, die in dem Land leben. Und wenn die eine Abstimmung machen, dann ist das zu akzeptieren. Das sieht auch so das Völkerrecht vor. Was wir also auf der Krim und jetzt in den 4 Regionen Donetsk, Lugansk und rechts und links davon, Cherson, das vierte weiß ich nicht, sehen, das ist also vollkommen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Jedenfalls 100-mal mehr in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht als im Falle des Kosovo, wo das oberste zuständige Gericht entschieden hat, dass die Abtrennung des Kosovo von Serbien rechtens sei. Naja, dann ist es aber bei Donetsk und Lugansk und bei der Krim erst recht rechtens. Nochmal zurück. Wem soll das, das Land gehören, wenn nicht den Leuten, die da wohnen, die darüber bestimmen können? Naja, gibt noch eine andere Möglichkeit. Nämlich denjenigen, denen die Bodenschätze oder auch die landwirtschaftlichen Flächen gehören. Und da ist es so, dass nach dem Maidan-Putsch ja zweistellige Milliardenbeträge sofort in die Ukraine flossen. Und dafür konnten sich die amerikanischen Konzerne, die da in Frage kommen, unter anderem die, der von Bush, von Biden, konnten sich einkaufen und die Schürf- und Pumprechte in der Ukraine erwerben, die sie Ende 2014 praktisch schon komplett haben. Und natürlich ist es denen nicht recht, wenn jetzt beispielsweise das ganze Asowsche Meer, wo man noch eine Menge Öl pumpen kann, an Russland fällt. Und anfangs, also bis ungefähr 2017, 18, haben sich da noch ein bisschen geziert, aber inzwischen ist es auch erlaubt worden, für ausländische Konzerne erlaubt worden, in der Ukraine landwirtschaftliche Flächen zu erwerben. Und tatsächlich gehören von den landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine inzwischen fast 60% den 3 größten amerikanischen Konzernen. Natürlich wollen die davon keinen Hektar abgeben. Dafür wird Krieg gemacht. Auch nochmal in Erinnerung gerufen, diese Milliarden, die als erste Unterstützung der Ukraine 2014 flossen, die waren explizit daran gebunden, dass die Ukraine die abtrünnigen Ostgebiete militärisch zurückholt. Das heißt mit anderen Worten, der Kriegsbefehl damals schon kam aus Washington. Und bei der entscheidenden Sitzung des ukrainischen Sicherheitsrates 2014, da flog sogar der CIA-Chef nach Kiew, um an dieser Sitzung teilzunehmen, deren Ergebnis es war, dass Kiew mit der ganzen Armee, mit Panzern, mit Flugzeugen den Osten angegriffen hat. Soweit. Ich habe noch 2 Kleinigkeiten. Mal eine davon, eine ganz nette Geschichte. Vor einer Woche war ich in Düren auf einer Friedensdemo. Und da sprach mich so ein verschüchterter, langhaariger junger Mann an und fragte, naja, also las mein T-Shirt und fragte, wenn es beim Atomkrieg nicht um die Ukraine geht, naja, worum geht es denn dann? Ja gut, es geht um die Verlängerung der US-Weltherrschaft. Ne?
oder je nachdem, wie der Krieg ausgeht, auch um die Verkürzung der US-Weltherrschaft. Ne? Und er überlegte kurz und dann meinte, ich hatte noch ein bisschen ausgeführt, ne, dass die Amerikaner das seit 30 Jahren angeleiert haben, diesen Ukraine-Krieg. Und dann fragte er, kann man das beweisen? Ja, dann konnte ich ihm darauf hinweisen, jetzt fällt mir der Name Brzezinski, Zinoviev Brzezinski, der führende Kopf unter den US-amerikanischen Sicherheitsberatern seit Ende der 70er, der übrigens den damaligen Afghanistan-Krieg auch mit angeleiert hat, der hat in den 90ern geschrieben. Da hat er ein Buch rausgebracht, das heißt auf Deutsch Die einzige Weltmacht, auf Englisch The Great Chessboard. Und da ist im Grunde genommen genau aufgelistet, bis zu welchem Jahr welche der ehemaligen Warschauer Paktländer NATO-Mitglied werden müssen, damit praktisch rechtzeitig am Ende auch Russland zerlegt ist. Gut, da konnte ich ihn also darauf hinweisen. Aber worauf ich hier mein Publikum hinweisen will, ist im Grunde genommen mit zwei logisch durchdachten Fragen hat dieser junge Mann ja die ganze Propaganda über den Haufen geworfen und auf einmal Zugang zu einer ganz anderen Haltung zum Ukraine-Krieg erlangt. Und das finde ich einfach erfreulich. Ich denke mal, im Glücksfall zumindest, wird diese Fähigkeit, logisch zu denken und die richtigen Fragen zu stellen, die wird sich irgendwann mal auch unter der Jugend wieder ausbreiten. Sie ist jetzt jahrzehntelang bekämpft worden, aber die wird wiederkommen. Ja, und jetzt am Mittwoch war ich in Köln auf einer Demo von Russlanddeutschen. Der eine oder andere hat vielleicht sicherlich vor einem Monat von der Rammstein-Demo mitbekommen. Eine Elena Kolbasnikova, das war die Blonde mit der roten Jacke da, die war die Anmelderin, die war in Köln angeklagt. Der Prozess ist verschoben worden, aber die Demo war trotzdem sehr, sehr interessant. Die hatten wirklich gute, aussagekräftige Redner. Und da möchte ich vor allen Dingen auf Vyacheslav Sewald hinweisen. Der hat eine Bewegung gegründet, die nennt sich Virusia. Setzt sich also zusammen aus Germania und Russland. Das soll mein abschließendes Wort sein. Das, was die US-Amerikaner seit 150 Jahren leider sehr, sehr erfolgreich verhindert haben, nämlich, dass Russland und Deutschland zusammengehen, ein Bündnis schließen. Das, denke ich mal, ist eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Und jetzt, wo auch die USA im Niedergang befindlich sind, bekommen wir vielleicht da wieder eine Chance zu. Das könnte am Ende wirklich zu Frieden in Europa führen. Und da möchte ich also sozusagen für sprechen, dass wir wirkliche Hemmungen verlieren, mit den Russen Kontakt aufzunehmen. Denn das sind sehr, sehr authentische, ehrliche Menschen, denen es im Übrigen ganz ähnlich geht, wie hier uns vor 2-3 Jahren, als wir die Antifa an den Hacken haben. Die werden also genauso verfolgt, die haben genauso die Antifa an den Hacken, die sie verhetzt. Ich denke mal, da sollte man ins Auge fassen, auch hier in Deutschland Bündnispartner zu werden. Soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Was ist geschehen?
Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen, flüchten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je Ich muss gestehen, ich bin seit ein paar Monaten total auf russische Musik abonniert, YouTube. Und gerade eben war ja mein Schlusswort, wir sollten mal ein Bündnis mit Russland in Erwägung ziehen. Wir sollten uns mit dem Gedanken anfreunden, Freunde der Russen zu werden. Und da habe ich jetzt so ein schönes Musikstück mit der Anna Netrebko, die schändlicherweise in München aus der Oper rausgeflogen ist. Vor einem knappen Jahr. Alleine das, finde ich, ist schon ein Grund, sie hier mal laufen zu lassen. Danke. Und Ton ist immer schwierig, aber das kriegen wir hin. Naja.
Also ich finde die Anna Netrebko und auch den Dmitri Horostowski hinkuckler. Deswegen lieber mit Bild.
Ostowski. Niemals die alte Welle rühren. Ist das nicht schön? Kann man sich sowas in Berlin vorstellen? Oder sind die Deutschen nicht dafür viel zu dekadent? Jetzt macht Tino weiter. Hallo? Ja, hallo Freunde. Schön. Das Problem hatten wir beim letzten Mal auch schon mal. Ich weiß nicht, woran es lag. Genau, versuchen wir es hier mit. Ja, Leute, ich muss natürlich auch sagen, leider Gottes, leicht trauriger Anblick heute. Wir haben mal wieder etwas an Zuschauern verloren. Das mag mehrere Gründe haben. Also vielleicht weiß jeder mittlerweile selber, was hier so passiert und sieht nicht mehr den Grund, auf die Straße zu gehen. Aber es gibt auch andere Gründe, denn leider Gottes hat auch die Spaltung in unseren eigenen Kreisen ist vorangeschreitet und ja, das Ergebnis sehen wir hier. Das ist natürlich echt schade. Ich will auch gar nicht das Thema jetzt thematisieren. Ich will euch allen nur irgendwie ans Herz legen. Steht da drüber, wir müssen alle zusammenhalten und wir haben nicht vor 3 Jahren angefangen, um dann einfach mal, tja, wie soll ich sagen, kriechend den Schwanz einzuziehen. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Wir werden uns natürlich auch hier bei uns noch ein bisschen was überlegen. Vielleicht können wir es nochmal ein bisschen attraktiver gestalten. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Spaltung in den eigenen Kreisen voranschreitet. Deswegen bitte ich euch, kommt auch weiterhin. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch nochmal mehr werden hier auf der Straße. So Leute, ich möchte euch heute eigentlich nichts erzählen, was die meisten eh schon wissen. Ich möchte lieber einen Schritt weiter nach vorne gehen, indem ich ein bisschen in die Vergangenheit blicke. Also heute erleben wir ja ein Chaos nach dem anderen und eine Verschwörungstheorie bewahrheitet sich nach der nächsten. Und wir erleben eine Politik, die uns von einer Pleite in die nächste führt und eine Menschheit, die permanent in Angst gehalten wird. Deshalb dachte ich mir, drehe ich das Rad der Zeit mal ein bisschen zurück und rede mal darüber, wovon ich zumindest glaube, was uns hierher geführt hat. Also ich nehme auch in Kauf, dass ihr mich danach für total bekloppt haltet. Aber ich behaupte, dass alles, was wir heute erleben, bereits seit langem vorbereitet wurde. Und zwar angefangen 1913 mit der Gründung der FED, der US-Notenbank FED, durch die Warburgs, Schiffs, Rockefellers und Rothschilds. Hier wurde nämlich damals unter dem damaligen Präsidenten Woodrow Wilson der Grundstein für das Drucken von Geld auf wertlosem Papier gelegt und damit ein Zeitalter der Versklavung begonnen. Es gab auch durchaus große Persönlichkeiten, die damals gegen die Gründung dieser privaten Zentralbank waren, zum Beispiel der amerikanische Geschäftsmann Benjamin Guggenheim oder der einflussreiche Politiker Isidor Strauss oder John Jacob Astor, die alle drei mysteriös am 2. April 1912 auf dem Weg nach New York mit der Titanic auf dem Meeresboden gesunken sind. Also auf den Tag genau vor 111 Jahren. Sie wollten die Gründung der FED verhindern und starben allesamt kurz davor. Was für ein Zufall, oder? Somit konnte also der Grundstein gelegt werden, um Kriege zu finanzieren, um Menschen auszubeuten und um Macht über den Erdball zu erlangen. Viele Länder wurden seitdem überfallen, um diese Banken dort zu installieren und Länder, die dort nicht mitmachen wollten, wie zum Beispiel Russland, China und Libyen, wurden dann zu den sogenannten Schurkenstaaten. Und das sind sie bis heute, dank unserer Qualitätsmedien. Um den Menschen diesen neuen Fesseln der Sklaverei als etwas Positives verkaufen zu können, benötigten sie eine Propagandamaschine, welche die Menschen von der Wahrheit abhielt und ihnen gleichzeitig ihre Lügen eintrichtert. Und dies schafften sie unter anderem 1912 mit der Gründung der Universal Film Studios.
Und zwar in einer abgelegenen Gegend von Los Angeles, heute als Hollywood bekannt. Und was mich echt beeindruckt, ist die Tatsache, dass das Logo, dass sie als Logo den Erdball benutzten. Und zwar bis heute. 1912 gab es aber weder Flugzeuge, die hoch genug fliegen konnten, noch Raketen, um die exakte Weltkarte, die bis heute aktuell ist, entwerfen zu können. Also wie die Erde jetzt tatsächlich von oben betrachtet aussieht, ob sie jetzt rund oder vielleicht sogar doch flach ist, weiß ich nicht. Da will ich auch kein Urteil drüber abgeben. Mich wundert nur, dass sie bereits 1912 die exakte Form der Erde wussten. Und um eine Krümmung feststellen zu können, müsste man die Erde aus einer Höhe von mindestens 50 Kilometern betrachten. Und das 1912? Also ich glaube das nicht. Mittlerweile sagen uns die Wissenschaftler, dass sich die Erde zufällig mit genau 1666 Kilometern pro Stunde um die eigene Achse dreht und die Erdneigung natürlich auch zufällig exakt 66,6 Grad beträgt. Also das kann man alles nachlesen. Also die Erde dreht sich rasend schnell um die eigene Achse und rast auf einer ovalförmigen Bahn um die Sonne und wir sehen immer nur eine einzige Seite vom Mond. Also fast 8 Milliarden Menschen reisen mit einer Geschwindigkeit von 108.000 Kilometern pro Stunde durchs Weltall und gleichzeitig mit 1.666 Kilometer um die eigene Achse. Also in der Zeit, wo ich die letzten beiden Sätze gelesen habe, hat sich die Erde schon wieder um mehrere hundert Kilometer weiter bewegt. Aber der Mond passt sich immer und zu jeder Sekunde der Erde so an, dass wir immer nur eine Seite sehen. Also ihr könnt darüber jetzt denken, was ihr wollt. Ich will euch nur Gedankenanstöße geben. Vielleicht stimmt das ja auch alles, aber mir konnte das noch keiner erklären. Auch Dr. Google nicht. Es wird alles nur durch Theorien belegt, durch die Relativitätstheorie, die Gravitationstheorie oder die Evolutionstheorie, die unsere Wissenschaftler bis heute nie eindeutig beweisen konnten. Deswegen nennt man sie auch Theorien. Und selbst das heliozentrische Weltbild des Kopernikus, auf das sich heute die Wissenschaft beruht, ist bereits widerlegt worden. Aber ich glaube, Sie brauchen diese Theorien für Ihren Film des Weltbildes. Ich will euch hier auch rein gar nichts überzeugen, recherchiert lieber selber. Tatsache ist aber, wir wurden seit Jahrzehnten darauf programmiert, einfach alles zu glauben und nichts zu hinterfragen. Den Kindern wird vom Weihnachtsmann und vom Osterhasen erzählt und eine kurze Zeit lang glauben die Kinder das auch. Wir alle haben zumindest kurz auch daran geglaubt. So wachsen dann unsere Kinder auf mit dem Glauben, dass Lügen vollkommen okay sind und dass sie nichts hinterfragen sollen. Durch bewegte Bilder im Fernsehen und wir glauben dann alle, boah, ja klar, so muss das sein. Die würden uns ja niemals belügen in ihrer Welt der Theorien. Und in dieser Welt der Theorien sollen dann die Menschen ihre Gesundheit opfern, um Geld zu verdienen. Dann opfern sie ihr Geld, um ihre Gesundheit zurückzubekommen. Sie sind so auf die Zukunft fixiert, dass die Gegenwart kaum noch eine Rolle spielt. Das Ergebnis ist, dass sie so leben, als ob sie niemals sterben werden und dann so sterben, als hätten sie niemals gelebt. Könnt ihr euch noch erinnern, als sie uns vor ein paar Jahren erzählt haben, dass viele Länder im Meer versinken werden, wenn durch die Klimakatastrophe die Eisberge schmelzen und dadurch dann das Meerwasser steigt? Also legt doch einfach mal ein paar Eiswürfel in ein Glas Wasser, das bis oben hin gefüllt ist und wartet, bis das Eis geschmolzen ist. Da läuft rein gar nichts über. Kein einziger Tropfen. Das Wasser steigt also kein Millimeter, wenn das Eis schmilzt. Und das ist physikalisch auch vollkommen logisch. Sie belügen uns also von vorne bis hinten dank ihrer bewegten Bilder und dank Universal Studios. Aber ich glaube, wir leben in einer Zeit der Wende. Wir erleben nämlich gerade hautnah, wie dieses ganze Lügengebäude in sich zusammenbricht. Und auch die Macht der Fettbank schwindet langsam aber sicher, denn niemand will ihr bedrucktes Klopapier, das sie Geld nennen. Die Silicon Valley Bank insolvent. Die Signature Bank aus New York pleite. Sberbank Europe und die Amsterdam Trade Bank insolvent. Credit Suisse pleite. Neobank Ruki hat auch Insolvenz angemeldet. Und aktuell steht auch die Aktie der Deutschen Bank unter massivem Druck. Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA und dem Beginn der Bankenkrise vor etwa einem Monat hat der Wert der Deutschen Bank rund 30% eingebüßt.
Und damit lösten sich dann rund 7 Milliarden Euro einfach in Luft auf. Und bei der Commerzbank sieht es ähnlich aus. Und Olaf Scholz sagt tatsächlich, das Bankensystem ist stabil in Europa. Also die Fed hat berichtet, dass die Banken in den vergangenen Wochen knapp 500 Milliarden US-Dollar geliehen haben. Und auch dieses Geld wurde einfach gedruckt auf wertlosem Papier. Ein solches Geldsystem kann nicht ewig funktionieren und dass es jetzt in sich zusammenfällt, kann man sehen, wie man will. Ich deute es aber als positives Signal. Denn wenn man den Parasiten ihr wichtigstes Mittel der Macht nimmt, ihr Geld, dann werden sie nicht mehr lange an der Macht sein. Das ist eine alte Weisheit. Bevor das Neue entstehen kann, muss das Alte verschwinden. Und zwar vollständig. Ja. Und auch andere Wahrheiten kommen langsam ans Tageslicht. So berichtete die Fox News, der meistgesehene Nachrichtensender in den USA, am 10. März. Die USA haben den Nord Stream Terroranschlag verübt. Und wenn Kanzler Scholz tatsächlich Kenntnis von dieser Operation hatte, dann könnte diese Geheimakte Nord Stream bald sehr bald zur Akte Scholz werden. Und das berichtet man sogar in den USA, live im Fernsehen. In den deutschen Medien nichts. Und der UN-Sicherheitsrat wollte in seiner Sitzung eine Untersuchung der Sprengung der Nord Stream Pipelines durchführen. Und Deutschland selbst hat gegen eine Untersuchung gestimmt. Also die einzigen, die dafür gestimmt haben, sind wieder die sogenannten Schurkenstaaten Brasilien, Russland und China. Was uns in den sogenannten Qualitätsmedien auch vorenthalten wird, ist eine Reaktion der FPÖ im österreichischen Parlament, als dort nämlich der Messias der Neuzeit, Volodymyr Christus Zelensky, als Gast zu reden begann, stellten Mitglieder der FPÖ Schilder auf mit der Aufschrift Platz für Frieden und verließen geschlossen den Saal, während der arme kleine Volodymyr um neues Spielzeug gebettelt hat, weil der böse Wladimir ja alle seine Förmchen kaputt gemacht hat. Mimimi. Und ganz nebenbei, wisst ihr, wer seit gestern den turnusmäßigen Vorstand im US-Sicherheitsrat übernommen hat? Es ist Russland. Also ich finde, der Film fängt langsam an, mir zu gefallen. Liebe Freunde der Wahrheit, ich will jetzt nicht zu optimistisch klingen, denn wir wissen ja alle, was die Parasiten alle noch für uns geplant haben. Wir stehen kurz vor der Abschaffung des Bargelds und kurz vor der Einführung einer digitalen Identität. Wir wissen alle, dass diese Parasiten schon mit ihrem Sanierungsgesetz geplant haben, uns Bürger zu enteignen. Wir alle können die explodierenden Sterberaten bedingt durch die kriminellen Impfungen selbst recherchieren. Und wir wissen auch, dass wir in sogenannte 15-Minuten-Städte wie in einem digitalen Gulag eingesperrt werden sollen. Und wenn diese beängstigenden Pläne wirklich alle durchgesetzt werden, dann haben wir bald wirklich nicht mehr viel zu lachen. Die Politik reißt ungefragt unsere Nation und alle Beteiligten in einen Krieg, in dem sie selber nicht kämpfen werden, aber uns alle auf der Stelle dafür opfern würden. Seit 2014 schaut die Welt tatenlos zu, was in der Ukraine geschieht und schickt seit 2022 auch noch aktiv Waffen dorthin. Also findet ihr es nicht auch irgendwie makaber? Zuerst schicken sie Waffen, die wir durch unsere Steuern bezahlt haben, und dann fordern sie uns auf, Geld für die Opfer zu spenden, die diese Waffen getötet haben. Die durch diese Waffen getötet wurden, sorry. Also fragt doch mal im Ahrtal nach, wie viele Spenden und Hilfen dort angekommen sind. Also der eine sagt vielleicht, das System ist kaputt, wir müssen es reparieren. Aber wir wissen, dass das System genauso funktioniert, wie es sollte, und dass es nicht repariert, sondern zerstört werden muss. Und warum, denkt ihr, wurde Corona damals geschaffen? George Soros hat es klar gesagt. Covid-19 half vor allem, um Instanzen der Kontrolle zu legitimieren. Mit allem, was wir bis jetzt wissen, bedeutet das nichts anderes, als dass bereits vor vielen Jahren an diesen Instanzen der Kontrolle gearbeitet wird, und dagegen müssen wir uns endlich wehren. Stell dich doch vor, es gibt nur noch eine digitale Währung und dir wird mitgeteilt, dass durch die digitale Erfassung dein Social Scoring, wie es das in China schon gibt, du einen niedrigen Score bekommst und nur noch 70% deines Gehalts kriegst, dann bist du ein Sklave. Wenn du aber dein Social Scoring durch einen Pass in deiner Tasche oder auf deinem Handy oder unter deiner Haut nachweisen musst, um Zugang zu Supermärkten zu haben,
um medizinisch behandelt zu werden oder um reisen zu können, dann lebst du nicht mehr in einem freien Land und hast nicht mehr die Kontrolle über deinen eigenen Körper. Und das sollte jeden beunruhigen, unabhängig von der politischen Einstellung. Bei meiner Suche nach lustigen Patenten bin ich auch wieder fündig geworden. Das will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Es gibt ein Patent am 26. März 2020 eingereicht durch Microsoft unter der Patentnummer, und jetzt haltet euch fest, WO2020-060606. Der Titel: Kryptowährungssystem unter Verwendung von Körperaktivitäten. Das Patent besagt, dass dank des Kryptogeldes ein Chip, der die tägliche körperliche Aktivität der Person überwacht, in den Körper eingepflanzt wird. Und wenn dann alle Bedingungen erfüllt sind, erhält die Person dann bestimmte Boni, die er dann für irgendwas ausgeben kann. Hört euch die Worte von Klaus Schwab und weiteren Mitgliedern des WEF an. Ich zitiere jetzt wörtlich: In dieser neuen Welt müssen wir Transparenz akzeptieren. Und ich würde sogar sagen, die totale Transparenz. Auch das Bankgeheimnis wird transparent sein. Und du musst dich daran gewöhnen und dich dementsprechend verhalten. Aber wenn du nichts zu verbergen hast, brauchst du auch keine Angst zu haben. Ein weiteres Zitat: Die Menschen sollten sich an die Idee gewöhnen, dass sie nicht länger mysteriöse Seelen sind, sondern hackable animals, also Tiere, die gehackt werden können. Und diese Idee, dass Menschen eine Seele haben, ein Geist oder einen freien Willen, das ist vorbei. Und jetzt bitte ich wirklich jeden hier Anwesenden, sich entweder in Stille Gedanken zu machen oder laut rauszuschreien, ob er eine solche Zukunft wirklich will. Die Frage ist nur, wem haben wir dieses ganze Chaos zu verdanken? Also ich habe jetzt beiläufig mal irgendwo gelesen, dass Politiker für den Schutz ihres Volkes zuständig sein sollten. Also in der heutigen Zeit klingt das ja schon fast irre. Also ich lese euch jetzt mal kurz den Amtseid vor, den jeder Bundeskanzler bei Dienstantritt ablegen muss. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke des deutschen Volkes, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Und jetzt frage ich euch, habt ihr den Eindruck, dass Olaf Scholz Schaden von uns wendet? Er vermehrt ihn. Hat er nicht seinen Eid gebrochen und das Volk deutlich und vorsätzlich belogen, auch wenn er sich nicht mehr erinnern kann? Karl Lauterbach, deutlich und vorsätzlich gelogen. Robert Habeck, Ursula von der Leyen und wie sie sonst noch alle heißen, keiner von ihnen dient dem Volk, sondern einer kleinen Gruppe von Parasiten. Der Feind ist nicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt. Der Feind hat Menschen eingesperrt, hat viele Unternehmen zerstört, hat alte Menschen vereinsamt sterben lassen und die Kinder traumatisiert. Der Feind plant die totale Kontrolle der Menschen und hat viele Gesetze beschlossen, um das alles vorzubereiten. Und wenn du darüber sprichst, bezeichnet dich der Feind als Nazi oder Judenhasser. Der Feind ist nicht woanders, sondern hier in unserem Land. Es gibt Staubsaugervertreter, die verkaufen Staubsauger. Es gibt Versicherungsvertreter, die verkaufen Versicherungen. Und es gibt Volksvertreter, die verkaufen ihr eigenes Volk. Und deshalb fordern wir, dass sämtliche Politiker für ihren Amtsmissbrauch, ihre Lügen und Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir fordern das, was auch für alle anderen im Volk gilt, eine konsequente Politikerhaftung. Und Annalena Baerbock, wir wissen ja, dass der Wille ihres Volkes ihnen egal ist. Aber um es mit ihren Worten zu sagen, ob in der Ostkokaine oder hier, wir werden ihnen ständig Ravioli bieten, auch wenn sie sich um 360 Grad drehen sollten. Also heute können wir Gott sei Dank feststellen, immer mehr Menschen durchschauen diese finsteren Pläne und genau darauf kommt es an. Und auch immer mehr Medien berichten mittlerweile neutral. Wir müssen nur weitermachen und nicht müde werden, denn eine aufgeklärte Bevölkerung lässt sich nicht lange unterdrücken. Und was mich besonders positiv stimmt, ist ein Twitter-Tweet vom Jüdischen Forum über mich. Hier zeigen sie einen kurzen Ausschnitt meiner Rede vom 25.03. in Mainz. Und ich sagte,
dass sich unsere sogenannten Eliten, denen wir dieses ganze Chaos hier zu verdanken haben, nicht mehr Eliten nennen möchte, weil mir das zu positiv klingt. Ich sagte, ich werde diese Verbrecher nur noch Parasiten nennen. Und das jüdische Forum twitterte dazu, Eliten und Parasiten, antisemitische Codes und entmenschlichende Sprache bei Deutschland steht auf, Sternmarsch in Mainz. Dies wurde aber über 100 Mal kommentiert, aber zu etwa 98% folgten Kommentare wie, wieso fühlt sich das jüdische Forum angesprochen, wenn es um Eliten geht? Oder, ihr dreht es, wie ihr es braucht, ihr seid die wahren Antisemiten. Ein anderer fragt, für wen das jüdische Forum für solche Aussagen bezahlt wird. Also obwohl ich kein einziges Wort über Juden gesagt hatte, wurde hier wieder massiv die Nazi- und Antisemitismuskeule ausgepackt. Aber an den Kommentaren sehe ich, dass der Wind sich langsam dreht, da die Menschen langsam die Propaganda durchschauen. Vor einem Jahr sah das ja noch ganz anders aus, aber jetzt werden wir immer mehr und wir halten zusammen und das ist gut so. Denn wenn wir unsere Erde und der Menschheit helfen wollen, dann geht das nur zusammen. Also dass es noch holprig wird, ist normal. Aber jeder, der es schafft, hinter die Kulissen zu blicken, hilft, dass es schneller besser wird. Wir brauchen hier jeden, denn die Welt ist zwar so, wie sie ist, aber sie wird zu dem, was wir daraus machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Sich nicht mehr dreht, du nicht weißt, wie es weitergeht, da ist so viel Einsamkeit in einer ganz besonderen Zeit. Wenn du alleine bist und dann die Einsamkeit vergeht, kommt von allein uns ungefragt eine Stimme, die dir sagt, du bist der, wer nur deinem Herzen traut. Du bist so viel stärker als du glaubst. Hast schon viel geschafft, dich immer aufgereift, mit neuem Mut voraus. Komm, glaub an dich und gib dich niemals auf. Wenn die Welt sich wieder dreht, kommt einfach alles wieder geht. Stellen wir uns in den Gegenwind und uns vor, wie wir noch gehen. Du bist nicht mehr allein, wir können zusammen glücklich sein. Morgen ist ein neuer Tag. Hör auf die Stimme, die dir sagt, du bist da, wenn du deinem Herzen traust. Du bist da, so viel stärker als du glaubst. Hast schon viel geschafft, dich immer aufgerafft, mit neuem Mut voraus. Komm, glaub an dich und geh dich niemals auf. Oh. Nein, niemand ist perfekt, doch mit Liebe und Tröste. Und wenn wir uns wieder trauen, können wir neue Brücken bauen. Wenn du deinem Herzen traust, du bist der, so viel stärker als du glaubst. Und du hast schon viel geschafft, dich immer aufgeregt, mit neuem Mut voraus. Komm, glaub an dich und gib dich niemals auf. Du bist der. So, jetzt ist an. Ja, schönen guten Tag. Dann sage ich auch noch ein paar Sachen, weil eben schon ein paar Mal Mainz erwähnt wurde. Das war jetzt seit Silvester nochmal die erste große Demo, die ich jetzt so erlebt habe.
Und ich muss sagen, es war wirklich schon mal richtig geil, so viele Menschen zu sehen. Natürlich könnten es immer viel mehr sein, aber ich schätze mal, es waren so zwischen 500 und 1000. Auch zum Thema Spaltung, ja, das beobachte ich auch schon seit über einem Jahr. Aber wenn man sich mit dem einen oder anderen nicht richtig versteht, man sollte trotzdem hingehen, weil man kann demjenigen ja aus dem Weg gehen. Und mein Grund ist einfach, für Frieden und Freiheit auf die Straße zu gehen und so ein Bild zu sehen, wenn so viele Menschen in eine Richtung gehen für Frieden und Freiheit. Ich finde das einfach geil. Und ich habe, als wir kurz bevor wir bei der Kundgebung waren, hat mir jemand zugerufen, weil er mich mit der Kamera gesehen hat, ob ich dazu zu Auf 1 gehören würde. Ich sagte, nee, ich habe ein eigenes Projekt. Und da fing der an, dass der, ich glaube, irgendein Vorsitzender das begrüßt hat, dass Putin jetzt in die Ukraine einmarschiert ist. Ich konnte dazu nichts sagen, weil ich das nicht so verfolge. Habe jetzt auch nicht die Ahnung davon, aber er hat dann so Sachen gesprochen, so von rechts und bla bla bla, immer dieses Rechts. Und irgendwann hat er was von Halbrechts gesagt. Ich habe ihn dann mal gefragt, was das denn alles bedeutet für ihn. Ja, wir haben uns dann noch so ein bisschen unterhalten und irgendwann habe ich dann geguckt, dass ich dem Zug nochmal nachkomme. Aber ich merke halt so, wenn man mit den Leuten so ganz entspannt ins Gespräch bekommt, dann läuft das ganz gut. Und ich denke, seitdem das jetzt seit einem Jahr nochmal so entspannter geworden ist, weil ja alles aufgehoben wurde, kann man auch mit den Menschen nochmal einigermaßen ins Gespräch kommen. Ja, viel mehr wollte ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich bin jetzt gespannt, wann die nächste große Demo irgendwo ist, egal wo. Ich habe die Tage noch mit Tanja gesprochen. Sie meinte, es kommt wohl soll eine Zeit kommen, in der nochmal mehr Menschen auf die Straße gehen. Das wäre ziemlich cool, weil ich vermisse das. Ja, vor über 2 Jahren hier, 10. Januar, das erste Mal hier in Wittlich. Und jetzt sind es 3 Jahre mit dem Corona-Scheiß. Ich wäre 2020 schon auf die Straße gegangen, wenn ich schon mal davor gestanden hätte. Aber ich hatte halt noch nicht so die Leute um mich rum, weil alleine immer irgendwo hin, das ist, ja, ist ein bisschen blöd. Aber ja, schauen wir mal, was es wird. Ich freue mich auf jeden Fall. So, dann danke ich halt dem Flo und dem Tino und Heinz und euch natürlich wie immer. Sagt ja, dass ihr die Wichtigsten seid an solchen Veranstaltungen. Ich wurde gebeten, nochmal auf unsere Kriegskasse hinzuweisen. Also hier steht ein Sparschwein, wo man gerne was reinwerfen darf, was ausschließlich für die Beschaffung von Materialien unter Unterstützung, wenn irgendjemand eine Klage oder sonstiges an Hals kriegt, sagen wir immer. Kam in der Vergangenheit reichlich vor. Ist ein bisschen ruhiger geworden, glaube ich. Und naja, wie ich vorhin schon sagte, wer den Schuss bis jetzt nicht gehört hat, da gibt es sich am besten selbst. Wir werden so gegen 16 Uhr die Veranstaltung beenden, weil ich in einige erfrorene Gesichter schaue und wir noch ein bisschen Musik hören werden. Ein Vorteil hat dieses Wetter, wir kriegen keinen Sonnenbrand. Ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Geht montags fleißig auf die Straße. Wie vorhin erwähnt, die Vereinserhebung von Wir für euch wird wohl noch in diesem Monat stattfinden. Nähere Infos gibt es beim Karl, beim Tino, bei mir, also wir sind reichlich vernetzt. Würde mich freuen, wenn ihr euch anschließt, wenn man sich da auch mal wieder trifft. Und ich habe zum Abschluss noch mal eine kleine Ballade. Die dürfte wohl jedem bekannt sein. Zwar nicht so, wie ich sie jetzt vorlese, aber vom Prinzip her schon. Ja. Wer geistert so spät durch Nacht und Wind? Es ist die Ampel mit ihrem Gesind. Sie verkünden Wohlstand für Leute und das Land. Doch woher nehmen, das ist keinem bekannt. Mein Volk, was verbirgst du so bang dein Gesicht? Mein Gebieter, siehst du den Baerbock denn nicht? Die Lüge steht auf ihrer Stirn.
Bekommen wir die Kurve? Kriegen wir das wieder hin? Du liebes Volk, komm, geh mit uns diesen Weg. Wir verbessern für euch auch den Atlantiksteg. Ein klimaneutrales Bundland soll Deutschland bald sein. Und wir holen auch noch so manches Goldstück hier ein. Mein Vater, und hörest du nicht, was Baerbock, Habeck, Lindner und Scholz da verspricht? Seid ruhig, bleibt ruhig, ihr deutschen Kinder, die Kuh ist noch fett und auch die Rinder. Willst du, deutsches Bundvolk, weiter gedeihen, darfst du sonntags, aber nicht hier bei uns verweilen. Mein Vater, und siehst du nicht dort den Wahlbetrug in Berlin und anderem Ort? Mein Volk, wir machen es bunt und gendergerecht, das Land von Goethe und Schiller und Bertolt Brecht. Wir lieben dich, du deutsche Gestalt, und bist du nicht willig, dann brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an und kommt mit der Spritze, der Teufelsmann. Die Rebellen, wird's mulmig, er hält's nicht mehr aus. Und deshalb geht's jetzt auf die Straße hinaus. Dem Vater, der Mutter, ist das nicht ganz geheuer. Sie wollen kein Gesundheitsabenteuer. Sie wollen Wahrheit und Klarheit. Das ist ganz klar. Das tote Kind, wie in Goethes Ballade. Nein, liebe Freunde, das wollen wir nicht. Wir wollen Frieden schaffen. Wir wollen Frieden schaffen, ja. Und das ohne Waffen. Im Land der Denker und Dichter, auf unserer Welt sollen sie brennen, die Friedenslichter. Eine friedliche Welt soll es werden und bleiben. Doch dazu müssen wir aber erstmal die Verbrecher vertreiben. Für Frieden zum Wohle der Menschheit, dafür setzen wir uns ein. Denn es soll nie wieder eine Mutter um ihren Sohn einmal weinen. Dem Vater Kraus, er reitet geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Er erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. So endet die Ballade, das ist wohl bekannt. Doch wir wollen ein friedliches Leben für unsere Kinder und unser Land. In diesem Sinne, noch einen schönen Sonntag, noch eine gemütliche Rederunde und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich danke euch, dass ihr da wart und euer Gesicht gezeigt habt. Vielen Dank. Welche viele Preise konkret sagen. Dadurch kam jemand zu mir und sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Give the promise to people in Ukraine. We stand with you as long as you need us. Then I want to deliver, no matter what my German voters think. Wenn ich den Menschen in der Ukraine mein Versprechen gebe, ihnen so lange beizustehen, solange sie uns brauchen, dann will ich das auch halten, egal was meine deutschen Wähler denken. Es kommen härtere Jahre, graue Jahre auf uns. Es wird auch nach diesem Winter, auch nach dieser wirtschaftlichen Talsohle, kein einfaches Zurück zum Davor geben können. Und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind. Es gibt Menschen, die verdienen 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro im Monat. Das sind nicht die sogenannten Top-Verdiener, sondern das ist noch die Mitte der Gesellschaft, die qualifizierte Mitte der Gesellschaft. Die Ingenieurin, im Zweifel hat die sogar noch ein höheres Einkommen. Das ist nicht die absolute Top-Etage. Und die Menschen zahlen ihre Gasrechnung, die zahlen sehr viel Steuern, die zahlen soziale Abgaben. Die sorgen dafür, dass unser Land läuft. Das erste Stück, was jetzt kommt, heißt Stanem, zu Deutsch Aufstehen. Es besingt, also
Der erste Satz, der geht ungefähr so, solange wir leben, trotz dieser Welt, solange die Wahrheit mit uns ist, werden wir aufrecht stehen. Ist ja noch gar nicht so alt, das Stück, und wohl sehr beliebt in Russland. Immer nur wieder Ton und Bild zusammenzaubern. Erinnern Sie, glauben Sie, dass die Menschen in diesem Land Ihnen noch vertrauen? Der Bundesregierung? Ihnen? Der sowieso den Bundeswirtschaftsminister? Das ist mir nicht cool, ich finde das völlig irrelevante Frage. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das interessiert Sie nicht? Nein. Aha, okay. Wir haben eine hohe Inflation, aber ein Preis ist es natürlich auch. Es ist ein externer Schock, der auf das Land kommt, und das muss man so klar sagen, wir werden dadurch ärmer werden. Die Gesellschaft wird es tragen müssen. Ich finde auch, super viel Geld ist gerechtfertigt oder nicht. Keine Ahnung, ich kann es jedenfalls im Moment nicht ausgeben, weil ich den ganzen Tag. An der Polizei. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Станем и ближе к ним станем. Станем, пока с нами рядом Господь. Истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Бьется сердце в груди, наша вечная память между нами. Станем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем. Вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Yeah.
So, liebe Freunde, ich möchte noch, was bisher ein bisschen kurz geraten ist, die nächste Demo ankündigen. Die wird dann sein am ersten Sonntag im Juni, also im Mai keine, da wir uns entschieden haben, das alle 2 Monate zu machen. Und daher sehen wir uns im Juni wieder. Aber ihr dürft weiterhin montags oder sonstigen Tagen an euren Orten zum Spazieren gehen und auch gerne andere Leute mitnehmen. In diesem Sinne tue ich ganz offiziell die Veranstaltung jetzt hier beenden und wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe euch, ihr bleibt gesund oder werdet gesund und wir sehen uns alle gesund wieder. In diesem Sinne, schönen Sonntag und tschüss. Danke.